Aber vielleicht kann uns FPÖ-Spitzenkandidat Harald Wilimski ja bei der Erklärung helfen. Er ist jetzt live bei mir im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Schönen guten Abend, danke für die Einladung. Herr Wilimski, Sie sind auch seit 2006, also schon seit 13 Jahren, Generalsekretär der FPÖ. Warum gibt es in Ihrer Partei immer wieder solche angeblichen Einzelfälle, wie jetzt wieder in Braunau, wo Funktionäre offenbar Probleme mit der Abgrenzung zu offenem Rassismus und zum Rechtsextremismus haben? Also zum Ersten gibt es sowas wie linke Netzwerke, die in den letzten Winkeln suchen, ob sie Dinge finden, die man instrumentalisieren kann, um sie gegen uns in Stellung zu bringen. In dem gegenständlichen Fall war es so, dass ein Vizebürgermeister einer Kleinstadt, ja, und diese Stadt ist, glaube ich, halb so klein wie, wie der kleinste Wiener Bezirk, ja, hier etwas geschrieben hat, was abzulehnen ist, keine Frage. Aber es zeigt auch, wie sauber und wie gut diese Freiheitliche Partei arbeitet, nämlich dass so eine Person nicht in der Situation bleiben kann, hier Teil von uns zu sein und wir in diesen Dingen sehr, sehr strikt sind und auch nach außen hin hier ganz klar eine Trennlinie ziehen wollen. Gut, die Frage ist ja, warum es immer wieder solche Sachen gibt. Ich könnte Ihnen eine ganze Liste vorlesen, die kennen Sie natürlich, aber nehmen wir was ganz Aktuelles. Ja. Dieses Poster, das Sie da jetzt gleich sehen, das ist auf der Website der Freiheitlichen Jugend Steiermark heute. Mhm. Wenn Sie sich jetzt anschauen, wieder in Schwarz-Weiß, wir haben es ein bisschen hervorgehoben, damit man es besser sieht, wieder in Schwarz-Weiß offenbar Migranten dargestellt werden. Finden Sie das in Ordnung? Wissen Sie, was lustig ist? Die Geschichte ist ein Jahr alt. Heute ist sie von linken Kreisen versucht, auf Twitter hochziehen zu wollen. Die Corinna Milborn hat das sogar retweetet, hat es nachher offensichtlich wieder rausgenommen, weil sie selbst zu blöd war. Diese Geschichte ist in der Steiermark ein Jahr bekannt. Ja. Niemand in der Steiermark im Landtag regt es auf. Ja. Wir können aber auch heute bei einer Diskussion über europapolitische Fragen mit diesen Geschichten die Zeit verwenden. Genauso wie wir das letzte Mal sie nur versuchen, irgendwo dieser Regierung Schaden zuzufügen. Und ich weiß das auch, dass Sie auf Twitter in den sozialen Netzwerken permanent Stimmung gegen uns machen. Sei Ihnen auch unbenommen. Ich sage nur, für einen ORF-Moderator ist das nicht das Beste. Ja, warum soll man... Ja, ich bin das in Ordnung. Man kann über den Stil streiten, ja, das ist überhaupt keine Frage. Tradition schlägt Migration, was ist schlimm daran? Das sind aus meiner Sicht Islamisten, mich erinnern diese Bilder an den Per Vogel oder an den Mohammed Mahmoud. Ja, das sind Personen, die der Gesellschaft nichts Gutes wollen. Was diese Bilder von solchen Bildern unterscheiden? Ich kann nicht über ein freiheitliches Jugendplakat und den Stil hier... Zeigen wir uns... Schauen wir uns noch kurz was anderes an. Können Sie mir sagen, was diese Darstellung von dieser Darstellung unterscheidet, bildmäßig? Also ich sehe hier offensichtlich islamische Zuwanderer. Woran erkennen Sie das Islamische? Ich glaube, das an diesen Käppis da zu erkennen. Schauen Sie nur diesen Per Vogel an, diesen deutschen Islamisten, hat auch so ein Käppi. Also hier diese Parallelität zu ziehen, Herr Wolf, ist also allerletzte Schublade. Indem Sie hier vom Stürmer ein Bild nehmen, das gegenüber einem Jugendplakat gegenüberstellen und den Eindruck erwecken, dass wir in der Nähe des Nationalsozialismus waren, ist etwas, das nicht ohne Folgen bleiben kann. Ich wüsste nur gar nicht, für die FPÖ in der, oder für die Jugendorganisation in der Steiermark, nehme ich an, oder? Es ist seit einem Jahr bekannt, niemand in der Steiermark regt sich auf. Ja. Es ist offensichtlich bei einer europapolitischen... Ich würde es nicht so machen. Aber Sie laden mich hier ein, anlässlich der Präsentation unserer Europakampagne. Und kommen wir mit solchen Sachen und einer Gegenüberstellung des Stürmer, das ist überhaupt etwas, was ich noch nicht erlebt habe im ORF. Es hat eine Qualität, die noch unten offen ist. Es ist jenseitig, Herr Wolf, was Sie da machen. Ich frage Sie deswegen, weil Sie Generalsekretär der FPÖ sind und Sie als Generalsekretär auch der Spitzenkandidat sind. Ja, was sehen Sie Verwerfliches? Da sagen Sie es mir. Was ist für Sie das Verwerfliche da? Darstellung von offenbar ausländisch gedachten Menschen, die sehr ähnlich aussieht wie die optische Darstellung im Stürmer damals von Juden. Ja, und das halte ich für derart geschmacklos. Ich halte das für skandalös, hier diese Unterstellung zu machen. Das ist ein Jahr alt. Ja. Sie kommen heute damit, als wäre das irgendeine Geschichte, die jetzt neu gekommen wäre, die niemand enerviert hat. Ja. Die Sie jetzt einen Monat vor der EU-Wahl versuchen, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hochzuziehen und zu skandalisieren. Ich halte das für einen Skandal der Sonderklasse. Gut. Eine andere Debatte in den letzten Wochen war ja die Nähe der Freiheitlichen zu den rechtsextremen Identitären. Da hat sich herausgestellt, einige FPÖ-Funktionäre haben gespendet an die Identitären. Sie auch? Nein. Sie haben aber in der Zeitschrift InfoDirect, die den Identitären sehr nahe steht, immer wieder Werbung für sie macht, sie auch immer verteidigt, in der 5 ganzheitige Inserate geschaltet im letzten halben sie, Jahr. Dass hier, das nahe ich nicht, die habe ich mit. Ja, das ist ein modernes, rechtes Magazin. Es ist nicht der Falter. Ja, stimmt. Warum unterstützen Sie dieses Magazin?
weil es ein rechtes Magazin ist, als Gegenpol zu Magazinen wie dem Falter. Und warum sollen die nicht auch ein Inserat bekommen? Und der Verfassungsschutz sagt, dass die Inhalte teilweise antisemitisch und ausländerfeindlich sind. Also diese Verfassungsschutzberichte sind mir nicht bekannt. Bringen Sie mir das zur Kenntnis, dann werde ich das ändern. Mache ich gerne. Gut, apropos Nähe, laut EU-Kommission gibt es eine strategische Desinformationskampagne, um mit gezielten Fake News die Europawahlen zu beeinflussen. Und die Hauptquelle dieser Kampagne ist Russland. Jetzt hat die FPÖ 2016 mit der Regierungspartei in Russland einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Wäre es nicht dringend an der Zeit, diese Vereinbarung zu kündigen? Also erstens stimmt es nicht. Wir haben keinen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Es nennt sich Memorandum of Understanding. Vereinbarung über Zusammenwirken und Kooperation. Genau, das ist ein Memorandum of Understanding. So, da ist vereinbart worden, das ist eine wechselseitige Bekundung im kulturellen Bereich und im wirtschaftlichen Bereich zu kooperieren. Also ich finde da nichts Schlechtes daran. Ja. Und jetzt hochziehen zu wollen, dass die ganzen russischen Iwans hier als Spione tätig sind und unsere Wahl beeinflussen, halte ich für absurd. Ich halte es genauso für absurd, uns eine Nähe zu Russland zu unterstellen und so eine einseitige Nähe. Ich war vor 10 Tagen in den USA eingeladen, ich habe den Verteidigungsminister besucht, ich habe die Nationalgarde besucht, ich habe hochrangige und höchstrangige Gesprächstermine gehabt und verstehe mein Wirken auch als Drehscheibe zwischen den großen Mächten, zwischen Russland, zwischen den USA, zwischen China und hier Österreich in seinem neutralen Selbstverständnis als Partei, die auch neutral bleiben will, in alle Richtungen Gesprächsfähigkeit zu bewahren. Haben Sie auch einen Kooperationsvertrag mit der chinesischen KP? Nein, ich habe keinen Kooperationsvertrag mit der chinesischen KP. Ich hätte zum Beispiel mit den US-Republikanern könnte ich auch so ein Austauschprogramm vereinbaren. Ja, warum nicht? Auch das wäre in Ordnung. Es hat sich bislang nicht die Möglichkeit dazu ergeben. Vielleicht kommt ja mal und ich sehe da kein Problem dabei. Kommen wir zum EU-Parlament. Letzte Woche wurden dort neue Maßnahmen zur Verkehrssicherheit beschlossen. Mhm. Unter anderem verpflichtende Abbiegeassistenten für neue Lkw ab 2022. FPÖ-Verkehrsminister Hofer hat diese Beschlüsse in einer Presseaussendung als wegweisend gelobt. Aber die FPÖ-Abgeordneten im EU-Parlament, Sie inklusive, haben nicht dafür gestimmt, sondern sich der Stimme enthalten. Wie passt das zusammen? Was so nicht stimmt, da muss ich Sie korrigieren. Es gab eine isolierte Abstimmung darüber im zuständigen Ausschuss. Im Plenum war es ein Bericht, der alles enthalten hat. Und da waren wir zwar für diese Abbiegesicherung, wir haben aber auf der anderen Seite auch Probleme gesehen, beispielsweise bei der Tempobremse, die tatsächlich noch nicht ausgereift ist, wo die Limiterkennung auf den Schildern nicht hundertprozentig funktioniert, wo ein Verzögerungsfaktor ist, wenn ich Temporeserven benötige beim Überholen, erst beim Durchtreten des Gaspedals dann ein Beschleunigungsfaktor wäre, wo es ganz massive Datenschutzbedenken gibt. Da haben wir gesagt, diesen Teil wollen wir nicht, Abbiegeassistenten wollen wir. Also das heißt, wir würdigen Teile dieses Berichts und damit dafür. Jetzt hören Sie mir zu, bitte. Wir würdigen Teile des, weil Sie sich mit den Abstimmungen im Europaparlament beschäftigen müssten, um zu erkennen, offensichtlich nicht. Weil dann würden Sie wissen, dass hier dazu keine isolierte Abstimmung war. Die war im zuständigen Ausschuss und wenn Sie das recherchiert hätten, wären Sie draufgekommen, dass wir dafür gestimmt haben. Erst nachdem mehrere Maßnahmen hier versammelt waren, haben wir gesagt, wir würdigen manche Maßnahmen, andere wie die Tempobremse lehnen wir ab. Ja, das heißt, unter dem Strich wollen wir weder zustimmen, noch es ablehnen, haben unsere Zustimmung zum Ausdruck gebracht, indem wir im Ausschuss dafür gestimmt haben. Herr Wilimski, da können Sie nichts herumdeuten. Im Parlament funktioniert sehr ähnlich wie im österreichischen Parlament. Sie können über ein gesamtes Gesetz abstimmen. Das stimmt und genauso war es hier auch, was Sie vorher im Ausschuss gemacht haben. Bei manchen Berichten habe ich hunderte Abänderungsanträge. Ja, aber hier nicht. Hunderte. Hier nicht. Hier war keine Möglichkeit im Plenum dazu Zustimmung zu artikulieren. Sonst hätten wir das gemacht, genauso wie im Ausschuss. Also ich suche wirklich da um richtige Berichterstattung auch. Gut. Eine Frage noch zum Abschluss. Karin Kneißl, die von der FPÖ nominierte Außenministerin, wollte in der Presseschule vor wenigen Wochen auch auf mehrere Nachfragen partout nicht sagen, dass sie bei der Europawahl die FPÖ, also sie, wählen wird. Mhm. Hat sie das geärgert? Na, überhaupt nicht. Sie ist ja in ihrem Amtsverständnis neutral, sie ist parteifrei. Und dass man jetzt da einen Wahlstrip das machen muss vor laufender Kamera, heute auch für nicht in Ordnung. Ja. Ich glaube zu wissen, wenn sie wählt, ich kenne sie seit vielen Jahren, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihr. Sie war eine Vortragende beim strategischen Führungslehrgang, wo ich sie kennengelernt habe. Seitdem haben wir immer wieder Kontakt. Aber dass man jetzt vor der ORF-Kamera jemand nötigt, Auskunft geben zu müssen, wen man wählt und für den Fall, dass jemand, der sich parteifrei
Partei übergreifend definieren möchte, hier nicht eine Antwort bekommt, das ist auch nicht in Ordnung. Gut, Herr Wilimski, ich möchte kurz feststellen, die Frau Kneißl wurde nicht genötigt, sondern einfach gefragt, wen sie wählen wird. Ja schon, aber das, was in weiterer Konsequenz kommt, das ist ja wieder ein Bild, wo man sagen muss, das soll der FPÖ schaden. Ja. Und ja, es gibt in dieser Republik offensichtlich die linke Hälfte, die ganz aggressive Methoden anwendet. Ja. Und diese Regierung, die aus meiner Sicht wirklich die beste Regierung ist, die Österreich seit vielen, vielen Jahren hat, ja, und sehr viel an Reformarbeit weiterbringt, zu konterkarieren. Und das muss man auch einmal sagen, was da dahinter steckt. Ich bin da eingeladen zu einer Befragung, ja, Diskussion ist ja das nicht, über europapolitische Inhalte und muss mich herumärgern über derartig absurde Dinge, die schon fünffach wiedergekäut werden. Sie bringen in der ZIP 1 null. Sie bringen in der ZIP 1, Herr Wolf, null. Null über unsere Kampagne. Ja, ziehen diese Braunau-Geschichte hoch, wissen, dass du nicht wirklich, dass sie seit heute Morgen gelöst ist. Kochen die Geschichte in der Zweier-ZIP noch einmal. Versuchen, eine Wahlrede zu halten. Es wird aber nicht gelingen. Ich habe noch eine letzte Frage. Sie sehen das ja gelassen mit Frau Kneißl. Die FPÖ-nahe Zeitschrift zur Zeit, die ist da weniger gelassen. Die schreibt in einem Leitartikel, Kneißl könne zurücktreten und zwar am besten sofort, denn wenn sich Regierungsmitglieder von der eigenen Partei distanzieren, könnte das letal für die FPÖ sein. Jetzt steht diese Zeitung der FPÖ sehr nahe, es sind viele Inserate der FPÖ drin. Wie lange bleibt Frau Kneißl noch Außenministerin? Ja, dann laden Sie den Verfasser dieses Artikels, der ehemalige zentrale ORF-Chef, Chefredakteur Seletitz, ein und befragen Sie ihn dazu. Ich kann ja nicht jeden Kommentar jetzt irgendwo bewerten. Das ist eine Meinung in einem großen Spektrum unterschiedlicher Meinungen. Ich habe Ihnen meinen Zugang gesagt. Ich kenne die Karin Kneißl. Ja, sie kennt mich. Wir waren gemeinsam im Libanon. Ja, wir haben uns oft zu vielen Fragen der Welt ausgetauscht. Der FPÖ, die Frau Kneißl nominiert hat. Meine Frage war, wie lange bleibt Frau Kneißl auch Außenministerin? Ich gehe davon aus, solange sie das bleiben will. Und das war die Antwort auf meine Frage. Genau. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich danke für das freundliche Interview.